Einen Blick hinein in die Gastrogeschichte der 50er und 60er Jahre der Stadt gibt es derzeit im Neumarkter Parkcafé zu sehen. Das Café im Stadtpark in der Nachbarschaft des Museums Lothar Fischer ist namensgleich mit dem früheren Parkcafé am Unteren Markt 1. Von 1956 bis 68 geführt von den Eltern von Joachim Rusinski. Zur Ausstellungseröffnung im neuen Parkcafé konnte der 71-jährige Künstler neben OB Thomas Thumann und Kulturreferenten Arnold Graf viele ehemalige Gäste des legendären Parkcafés begrüßen. Die konnten sich sowohl in den 20 Schwarz-Weiß-Fotos wiederfinden, als auch in den filmisch festgehaltenen Erinnerungen. Live-Musik war im alten Parkcafé bei den Hausbällen regelmäßig angesagt. So auch bei der Ausstellungseröffnung im neuen Parkcafé. Für Initiator Joachim Rusinski ist der Blick zurück eine Hommage an seine Eltern. Für die Gäste des Abends eine Reise zurück in die Jugendzeit. Die Ausstellung im Parkcafé ist noch bis August zu sehen.